Flüchtlinge, die immer noch zu Tausenden nach Deutschland kommen, sind weiterhin ein Thema für Politik und Gesellschaft hierzulande und auch für die Moscheegemeinden. Wie diese den Flüchtlingen helfen und sich für sie engagieren, das ist heute das Thema im Forum am Freitag. Und dazu habe ich die An-Nur-Moscheegemeinde in Hamburg besucht. Es wird Abend in Hamburg. In der Nur-Moschee im Viertel St. Georg ist es ruhig. Noch. Doch schon bald kommen vom nahegelegenen Hauptbahnhof Flüchtlinge. Erst ein paar, dann immer mehr. Sie suchen für die Nacht ein Dach über dem Kopf. Erschöpft, hungrig, müde. Außer Essen und Trinken bekommen sie auch Kleidung. Da werden auch halt Strümpfe für die Flüchtlinge verteilt, weil oft halt da haben sie wunde Füße. Für uns ist es ganz wichtig, dass sie sich hier waschen, dass sie hier einen Schlafplatz finden und sich von der Fluchtstrapazen erholen. Morgen früh, also das ist noch wenig, jetzt fangen sie an zu kommen. In ein, zwei Stunden ist die Moschee voll. Sie schlafen zwar auf dem Boden, es ist bescheiden, aber dennoch haben sie ein warmes, überdachter Raum. Und morgen früh, halt so gegen 9, halt ziehen sie weiter. Manche halt dann verfolgen ihre weitere Ziele. Und die, die hier in Hamburg bleiben wollen, begleiten wir zur Aufnahmestelle, wo sie sich registrieren können. Also all diese Aufgaben zu bewältigen, das ist eine Herausforderung, oder? Definitiv, ja. Zumal halt wir wirklich alle ehrenamtlich arbeiten. Und wie Sie sehen, halt dann, wir haben mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter hier abgestellt, die im Grunde genommen die Nacht wach bleiben und die Flüchtlinge versorgen. Und hinzu kommt auch halt dann die ganzen Materialien, die wir brauchen und finanziellen Mittel, die wir nicht haben. Also, Sie wissen, wir leben durch Spenden sozusagen. Ich wollte gerade sagen, Sie sind ja eigentlich arm wie eine Moscheemaus. Moscheemaus, ja. So, ja. Woher nehmen Sie das Geld, um das alles zu bezahlen? Also, wie gesagt, halt, durch Freitagskollekte und selbst halt wir als ehrenamtliche Mitglieder und Mitarbeiter spenden selbst halt dann, tragen was bei. Und wissen Sie halt, die Motivation ist dafür halt, dass es für uns eine humanitäre Sache. Also Sie werden nachher vielleicht feststellen, dass es auch nicht nur Muslime halt hier kommen und Zuflucht suchen, sondern Menschen aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Religionen. Und für uns steht der Mensch im Fokus. Also für uns ist es wichtig, egal was für religiösen oder kulturellen Hintergründe diese Menschen haben, die Menschen halt suchen Zuflucht, das bekommen sie. Und jegliche Möglichkeit, die in unserer Macht steht, halt dann machen wir, um ihnen zu helfen. Ja, sie helfen, aber die anderen Moscheegemeinden hier in näheren Umgebung, ich habe mal geguckt, mich erkundigt, die helfen nicht, die machen halten ihre Türen geschlossen. Warum tun sie sich das freiwillig an, ihre Moscheegemeinde? Meine Moscheegemeinde. Sie müssen nur sagen, wir machen auch die Tür zu. Nee, das wäre halt dann nicht richtig, weil für mich ist es eine Religionsgemeinde, darf sich nicht nur aufs Gebet und auf Theologie beschränken, sondern sie muss bereichernd, aktiv für die Gesellschaft mitwirken. Und Gutes tun, also für ihre Umfeld. Also soziale Leistung, humanitäre Leistung und Integrationsleistung. Das ist halt dafür Islamisches Zentrum An-Nur nicht neu, das machen wir schon lange. Wir sind ja nicht nur transparent und dialogorientiert, sondern auch hilfsbereit. Dann habe ich eine etwas gemeine Frage. Sie können alles fragen. Sie haben jetzt eine Spende aus dem Emirat Kuwait bekommen für die Moschee, die Sie jetzt bauen. Die Kirche, die Sie gekauft haben, zur Moschee umbauen. 1,1 Millionen. Ja. Das ist viel Geld. Das ist auch eine wichtige und kräftige Geldspritze für Ihren Umbau. Aber könnten Sie nicht ein bisschen Geld von diesen 1,1 Millionen hier für die Flüchtlinge abzwacken? Das können wir halt wirklich nicht machen, weil das Geld ist mit der Absicht halt bezahlt worden, um das Gebäude zu bauen oder zu sanieren. Dennoch, halt, das ist zwar viel Geld, aber uns fehlt halt mindestens genauso viel, um die Arbeit dort zu beenden. Und wichtig ist halt, dass die Moschee auch halt in Horn fertig wird, weil ich denke halt, das wird auch ein zentraler Anlaufpunkt halt für
Interreligiosität. Menschen, Muslime und Nichtmuslime werden dort halt im Dialog treten. Also es wird wirklich halt eine interreligiöse Stätte oder Begegnungsstätte werden. Und das ist unser Ziel. Und deswegen halt muss es endlich halt fertig werden, weil dadurch kann man wirklich viel mehr für gegenseitigen Respekt und Toleranz in der Stadt werben. Außer Kleidung und Verköstigung finden die Flüchtlinge in der Moschee auch Ansprache und Rat für ihre Sorgen. Diese drei Syrer aus einem Ort im Nordwesten Syriens sind seit einigen Wochen auf der Flucht. Sie sind heute Morgen aus Dresden gekommen. Habt ihr vor, in Deutschland zu bleiben? Ich habe dem Bruder hier gerade gesagt, dass wir gekommen sind, um hier zu bleiben. Wir waren in Dresden, doch dort haben sie die Flüchtlinge nicht gut behandelt. Wir hatten dann vor, nach Finnland zu gehen. Oder der hier möchte gerne nach Schweden. Jetzt aber haben wir gesehen, wie es hier ist. Und vielleicht bleiben wir doch hier. Wie seid ihr nach Deutschland gekommen? Auf welchem Weg? Wir sind aus Syrien zunächst in die Türkei geflogen. Wir sind dann 2 Tage in der Türkei gewesen. Von Izmir aus ging es dann über das Meer. Wie viel habt ihr bezahlt für die Reise? Die ganze Reise? Ja. Ungefähr 2000 Euro. Im Schnitt. Es gibt Menschen, die zahlen 3000 Euro. Manche mehr. Vor einem Jahr kostete es noch 10.000 Euro. Ein Junge aus Kamischli im Norden Syriens, der mit uns war, hat 8.000 Euro bezahlt. Es kommt auf den Weg an, den man nimmt. Wir sind alle Studenten. Wir wollen gerne unser Studium hier fortführen. Doch wir wissen nicht, ob unsere Zeugnisse hier anerkannt werden. In Syrien steht kein Stein mehr auf dem anderen. Schulen, Universitäten, alles zerstört. Alles kaputt, alles. Die Universität hat aufgemacht, 10 Tage später wurde sie von Flugzeugen bombardiert. Daraufhin war die Universität wieder einen Monat zu. Auch die Schulen wurden bombardiert. Dabei sind viele Schüler gestorben. Nichts ist mehr da. Es entwickelt sich alles rückwärts. Die syrischen Familien haben 100, 150 Dollar im Monat zur Verfügung. Das ist das durchschnittliche Monatseinkommen. Syrien ist momentan in einem katastrophalen Zustand. Wie alt bist du? 25. 22. 17. Ihr seid alle noch so jung. Wenn sich die Lage in Syrien verbessert, werdet ihr zurückkehren? Momentan gibt es dafür nicht viel Hoffnung. Aber sollte es so sein, dann kehren wir zurück. Unsere Familien sind ja noch in Syrien. Wir sind hier hingekommen, um zu studieren und zu arbeiten. Wenn sich der Zustand verbessert, kehren wir morgen schon zurück. Niemand verlässt gerne seine Heimat. Unter den Flüchtlingen sind auffallend viele junge Menschen. Eine ganze Generation, die ihre Heimat verlassen musste. Ob sie jemals dorthin zurückkehren werden, ist ungewiss. Erschöpft schlafen die meisten ein, ohne zu wissen, was die Zukunft bringen wird. Am nächsten Tag ist die Moschee wieder leer.
Die meisten Flüchtlinge haben sich bereits auf den Weg gemacht, als wäre nie jemand da gewesen. Wir helfen oder beraten auch die Flüchtlinge oder die neuen Flüchtlinge, die erstmal nach Deutschland gekommen sind, zum ersten Aufnahme, also zum Ausländerbehörde und ersten Aufnahmeabteilungen zu schicken, die sich zu registrieren und so weiter. Deswegen morgen früh oder ab 9 Uhr, wo die Behörden offen sind, dann schicken wir unseren Leute mit, begleiten unseren Leute oder unseren ehrenamtlichen Leute zum also erste Aufnahme. Also das als Flüchtling, die ich in Deutschland bleiben will? Nein, eigentlich nicht. Es gibt auch anderes, die zum Beispiel Familie, Teil von ihrer Familie in Schweden zum Beispiel oder woanders oder hier in Hamburg, in Deutschland, aber in anderen Bundesland und so weiter, die wollen mit ihrer Familie zusammen. Da, wir machen nur was unsere Aufgabe hier, dass wir einen Dach vorbereiten, in dem sie sich erholen können und sich wieder ausruhen und Gedanken orientieren. Und wie gesagt, wir sind auch bereit, Ihre Frage zu beantworten bezüglich das Leben hier in Deutschland, Integration und Toleranz und wie sieht hier in Deutschland die Lage in Deutschland und so weiter. Die Nur-Moschee-Gemeinde hilft den Flüchtlingen, wo sie kann. Abend für Abend erreichen Dutzende Flüchtlinge die Moschee. Die Mitarbeiter, die alle ehrenamtlich tätig sind und auch noch Brotberufe haben, sind stark gefordert. Ist diese Hilfe für Schwache und Verfolgte eigentlich ein islamisches Gebot, ähnlich wie im Christentum? Das ist die erste Pflicht jedes Menschen und gilt für alle Menschen, egal ob Muslim oder nicht Muslim. Als Menschen sind wir verantwortlich, den Bedrängten, den Schwachen, den Weisen zu helfen, egal welchen Glaubens, welche Abstammung oder Geschlecht. Von Seiten der muslimischen Ethik her ist jeder Muslim dazu verpflichtet, den Schwachen, den Armen und den Bedürftigen zu helfen. In diesen Tagen begehen wir das Opferfest. Zu den Merkmalen des Opferfestes gehört das Opfer. Wieso begehen wir ein Opfer? Dies ist auch zur Versorgung der Armen und Bedürftigen. Als Gemeinde, als Muslime, aber auch als Menschen sind wir verpflichtet, denjenigen zu helfen, die nichts haben und auf der Straße schlafen müssen. Hilfe bekommt die Nur-Moschee-Gemeinde von der Zentrum-Moschee, eine Straße weiter. Hier kochen sie jeden Tag Essen für die Flüchtlinge. Was haben Sie denn heute gekocht für die Flüchtlinge? Wir haben Reis und extra Döner gekocht. Die Kollegen und wir schicken so circa zur Abendzeit gegen so Viertelnacht 19 Uhr. Der Kollege abholen für heute besonders so einen Tag von Feiertagen. Ne? Heute ist deswegen, wir haben extra Döner gemacht. Da damals, wir haben es so manchmal so Lammstückfleisch oder Kalbfleisch auch. Jeden Tag was Verschiedenes essen. Das machen Sie jeden Tag? Jeden Tag verschiedenes Essen, ja. Und warum machen Sie das? Ja, weil es Leute ist arm, wir wissen es immer draußen, ist keine so Wohnung, keine Essen, das Flüchtlinge. Deswegen, wir machen auf jeden Fall, wir wollen gerne was immer für ihn helfen. Unter den Muslimen im Hamburger Stadtteil St. Georg herrscht zumindest hier Solidarität, wenn es darum geht, den Flüchtlingen zu helfen. Langsam setzt draußen wieder die Dunkelheit ein. Das Warten auf die nächsten Gäste für die Nacht beginnt.